ein bisschen beschwert, dass die Wohnung nicht so ganz sauber ist und nicht seinen Maßstäben entspricht. Und dem haben wir auch gerne eine Nachbesserung natürlich versprochen und auch geleistet. Als Dankeschön und als Retourkutsche für uns hat er uns dann ein, voll urinierten Bettlaken in der Mikrowelle hinterlassen. Oh, das ist aber nett. Habt ihr denn durchgängig nur solche Mieter oder gibt es auch wirklich Mieter, die freundlich sind und dankbar für das, was ihr für sie macht? Ja, natürlich, klar. Also wir haben beides. Wir haben natürlich solche Mieter, aber wir haben auch ganz, ganz nette Familien, die sehr dankbar dafür sind, dass die Wohnungen schön ausgestattet sind, dass sie zentral liegen, dass die eine Küche, voll ausgestattete Küche haben, eine Waschmaschine, dass wir auch abends noch um 8 Uhr kommen, wenn die noch etwas brauchen. Manchmal legen wir auch Obstkörbe oder auch mal Wasserflaschen für die dahin, da sind sie natürlich sehr dankbar für. Aber auch natürlich Monteure, die abends einfach nach Hause kommen können, die Ruhe haben. Wir haben Fernseher in fast allen Räumen und sehr gute WLAN-Verbindungen, dafür sind sie dann auch sehr dankbar, sodass sie sich dann einfach wohlfühlen und auch heimisch fühlen können.